Moin, Leute. Willkommen in Jadmus Hühnerstallgarage. Ja, Tag 2. So, der Rohbau steht. Hat mich bis jetzt noch gar nichts gekostet, außer ein paar Schrauben. Ich habe alles mögliche Holz verarbeitet, was ich hatte. Und jetzt brauche ich nur noch die Abteilung für die Nester machen. Da werde ich hier, wo sind sie? Habe ich hier ein paar schöne Bretter, die ich einfach schön dazwischen mache. Auch alles Reste. Gelenke für die Tür, die habe ich gestern schon mal dran gemacht, konnte ich einfach nicht widerstehen. Habe ich auch gefunden, kommt noch ein drittes dran. Ich habe sogar ein Schloss noch gefunden. Aus meinen Hängeraufarbeitungstagen. Und ich habe noch 4 Scharniere gefunden für später für die Klappe hier, die ich aus den Latten hier machen werde. Ich wollte erst große Bretter nehmen, aber dachte ich mir, nee, komm, die passen besser da, nimmst du die Latten. Ich muss auch noch, weil ich einen kleinen Konstruktionsfehler gemacht habe, muss ich hier noch so eine kleine Latte als quasi Tropfkante machen, damit mir das Wasser nicht in die Nester reinläuft. Ich werde auch noch, ihr seht ja, ich habe hier auch Dachpappe, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Ich werde noch hier eine umlaufende Kante machen. Mit einem Wulstblech werdet ihr sehen, wenn es soweit ist, dass das Wasser halt, das ist ein Blech, was so eine Wulst hat, wie an der Dachrinne, und dann tropft das Wasser direkt darunter. Das mache ich hier dran, das mache ich auch an den Deckel hier hinten dran und an diese Kante hier hinten. Und dann sollte ich wassermäßig echt okay sein. Das ganze Dach, der Deckel und auch die Rückwand hier, die werden mit Pappe zugemacht, weil ihr seht ja, das Brett ist nicht mehr wirklich so doll und das wird auch nicht besser werden. So, aber als erstes werde ich jetzt das Ding gleich mal auf die Seite legen und wollte schon mal von unten den Boden mit Bitumen klar machen und auch so schon mal mit Bitumen, weil das Zeug braucht echt lange, bis es trocken wird, damit da der Feuchtigkeitsschutz schon mal gewährt ist und ich dann auch möglichst schnell weiterarbeiten kann, weil ihr seht ja hier ist ja meine Kinowand, da wo die Kamera steht, steht normalerweise der Beamer. Freitag ist wieder Kinoabend und da kommen ein paar starke Hände vorbei. Die können mir dann helfen, das Ding an den letztendlichen Standort zu tragen. Und in der Zwischenzeit will ich das Ding so weit fertig haben, dass ich es den Elementen aussetzen kann. Ne? Heißt also Dach drauf und alles. Vorne mache ich noch provisorisch, weil ich noch kein Moskitonetz habe, ein paar Diagonale rein. Das ist nämlich hier vorne. Ich möchte nicht, dass das beim Transport kaputt geht. Ja, und dann haben wir es eigentlich. Dann sollte das eigentlich übernächste Woche soweit fertig sein, dass ich die ersten Bewohner einladen darf. Gut, also als erstes alles hier weg und auf den Kopf legen. Vielleicht mache ich noch unten auf dem Boden ein paar Diagonale rein, mal schauen, ein paar Verstärkungen. Und dann wird erstmal gepinselt ein bisschen. Und dann mache ich den Deckel und die Nesterabteilung. So, und wie gesagt, wenn ich irgendwas detailliert nochmal besprechen möchte, werde ich dann wieder meine Handycam nehmen und dann nochmal zwischenschalten. Also, auf geht's, Leute, auf geht's!
So, der erste Teil ist mit dem Bitumen jetzt fertig. Das ist wirklich eine ganz eklige Nummer, aber das Zeug macht halt einfach dicht. Na, und gerade hier ist, ihr seht ja bei dem Dach hier, da ist alles noch lose. Die Latten nehme ich gerade noch für die Klappe. Hier ist Feuchtigkeitsschutz, ist hier einfach alles. Das Holz rottet in nichts weg. So, jetzt werde ich gleich noch die Bretter da nehmen und werde dann noch vier Nesterabteilungen, sprich drei Bretter reinmachen. Seht ihr jetzt hier vier Nester, drei Bretter, vorher noch, davor noch einen Querbalken, damit das Streu da ein bisschen drin bleibt. Das ist die Tür, das ist also meine Tür, ne? Ich habe da noch ein zweites Schloss, das muss ich noch suchen. Das ist also für mich dann hier praktisch meine Wartungstür, um alles sauber zu machen. So, und jetzt sind wir hinten hier, schön haben wir das aus den alten Latten schön zusammengestückelt hier, meine Klappe. Entschuldigung, wo ich dann die Eier stibitzen kann. Ja, und da muss halt oben noch das Brett drüber, damit halt in diese Kehle, in den Gelenken da kein Wasser reinläuft. Ja, wird doch langsam. So, ich denke mal, das war's für heute. Das Tagwerk. Ich habe meine Nester fertig. Ich habe den Deckel aus meinem Restholz zusammengebaut. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen streichen. Das muss ich jetzt nicht mehr mit Kamera machen. Die Tür ist auch drin mit Schlösschen. Na, drei Scharniere. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Dach. Die Reling, von der ich gesprochen habe, die Wulst. Und das Moskitonetz. Ich möchte ein Moskitonetz drin haben, Metall, weil ich da sollen möglichst wenig Viecher rein, wie es irgendwie geht. Deswegen, ja, dann sage ich mal, bis zum dritten Teil. Dritte Teil wird wahrscheinlich das Fundament sein, weil da muss ich langsam mit anfangen, weil ich werde das Holz nicht hier auf den Boden stellen. Das wird sofort weggammeln. Ja, ich glaube, dritter Teil wird Fundament. Und vierter Teil dann vielleicht die Fertigstellung. Also, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Wow.